Hallo Minecraft-Freunde und willkommen zu einer neuen Folge Sky Factory 2. Letztes Mal hatte ich ja gesagt, ich will die Sache mit dem Grinder klären, dass der funktioniert. Und das habe ich auch geschafft. Dazu erstmal eine Sache, ich habe wieder ein kleines bisschen was vorbereitet. Und zwar hat er so als Nebenprodukt Mob-Essenz, die man abziehen muss, denn ansonsten, wenn es voll ist, dann keine Ahnung, was dann passiert. Ich weiß nicht, ob ich das wissen will, vielleicht explodiert er dann. Und dann habe ich auch gleichzeitig noch ein kleines Lagersystem angebaut. Das habe ich mir von Sparkle Phoenix und PMetcalf abgeguckt, denn das ist so die einfachste Variante, die mir dazu eingefallen ist. Denn was Besseres wäre mir dazu auch nicht eingefallen, also wenn überhaupt was Schlechteres. Das heißt, hier hinten wird aus dem Grinder das ganze Zeug rausgezogen. Sieht man hoffentlich gleich genau. Wird rausgezogen. Und dann hier in so einer Schlängellinie einmal quer durch alle diese Barrels durchgeleitet. Und das heißt, dass sich das komplett selbst einsortiert. Oh, was ist denn das für ein Lootbag? Naja, gut. War jetzt nicht so wertvoll. So, und dann stehen hier diese ganzen Monster, die getötet werden. Das Problem ist, sie werden sehr langsam getötet. Und darum will ich heute mit euch etwas machen, dass das schnell getötet wird. Und zwar noch ein paar mehr Grinder bauen. Das System nochmal ein bisschen abändern und so weiter. Sollte nicht allzu lange dauern, hoffentlich. Vielleicht auch noch ein paar mehr Barrels bauen. Und hier ist schon der... Oh, verdammt. Das ist tot. Warum? Tschüss, Grinder. Hashtag fail. Okay. Grinder, Bücher, Factory Blocks, okay. Wo hatte ich denn die Factory Blocks vom letzten Mal hingetan? Hatte ich die hier irgendwo in so einer Kiste? Okay. Swap Plastic, habe ich bestimmt auch dort hinten irgendwo rausgetan. Ach man, ich suche mal schnell die Materialien zusammen. Super, alles zusammengefunden. Nur die Maschinenblöcke, die muss ich jetzt craften. Ah, wartet. Shift-Links-Klick. Tada! Den Stein wieder raus. Oh, Plastik wieder raus. Jetzt muss ich mir Holzschwerter machen. Holzschwerter. Goldschwerter. Ich werde mir übrigens 3 Stück machen, so viel wie ich Maschinenblöcke habe. Pistons brauche ich wieder ein paar. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ich kann gut zählen, ja. Ah, verdammt, ich habe doch noch nicht alles. Redstone. Und. Eisen. Ach so, habe ich doch im Inventar. Ich habe es natürlich gleich wieder verkehrt rum gemacht. Jetzt die Bücher. 1, 2, 3. Und das nach da. Hier oben war Plastik. Und in den Maschinenblock. Grinder 1. Grinder 2. Grinder 3. Sehr schön. Jetzt nehme ich mir noch mal ein paar von diesen Energiekabeln raus. Die eine Etage tiefer sind. Hier. Und irgendwie sind bestimmt da hinten auch noch welche. Und platziere die mal dort hinten irgendwie so. Und wisst ihr, was ich jetzt mal dafür mache? Oh, Mob-Essenz voll. Na super. Was ich damit mache, ich mache jetzt einfach mal Difficulty 0. Nicht wegen des Explodierens, sondern einfach nur, dass ich ordentlich die Teile platzieren kann. Also jetzt so, ja, okay, ich habe zwar gecheatet, aber versteht das bitte, denn du kannst halt einfach nicht normal irgendwie was bauen, wenn dir ständig ein Skelett oder was vor die Nase fällt. Das ist echt schlimm. Darum, ja. So, hier dieses Teil und dann baue ich mal drüben noch das Teil funktioniert, ach ja, es funktioniert noch mit. Hier drüben noch mal 2 Stück hin, sodass die praktisch doppelt so schnell getötet werden. Da eine hin und da eine hin. Jetzt muss ich das hier wieder abbauen und das noch mal bisschen mit den Kabeln verbinden.
Kann man hier durchfallen? Nee, okay, das ist gut. Das wäre mir sonst nämlich passiert. Also, als ich das mit dem Closed-Doors das erste Mal gemacht habe, sah es schön aus. Und jetzt ist es einfach nur nervig. Hier unten lang bauen. Ich baue jetzt einfach mal dieses komplette Obsidian-Dings hier unten ab. Baue das dann am besten noch mit Glas zu, damit niemand hinrennt, Creeper explodiert und alles kaputt ist. Oh, hier unten drunter ist Holz gewagt. Ich überlege gerade, wie ich es am besten mache mit den Kabeln. Ich glaube, am besten wird es sein, wenn ich hier unten das Obsidian abbaue. Und dann das Holz und da unten lang die Kabel lege. Ja, so mache ich es. Also Kabel. Closed-Doors wegbauen. Kabel. So viele Kabels. Ich muss auch mal im Achievement-Buch wieder was abhaken. Ich glaube, da sind wir schon ein bisschen weiter. Dann werde ich mich auch langsam mal ein bisschen ans Achievement-Buch halten und da mal machen, was die sagen. Ich denke mal, das ist auch ganz nützlich, wenn man sich daran hält. Okay. Soweit funktioniert das jetzt. Jetzt nehme ich mir doch nochmal ein paar von den Closed-Doors-Teilen und erzähle die so hier hin. Und jetzt werden diese ganzen Teile mit Energie versorgt, genau. Wenn ich jetzt wieder Difficulty 2 mache und da oben Monster spawnen, sollten die hier runterfallen und von den Teilen getötet werden. Jetzt muss ich nur noch für Folgendes sorgen. Also einmal, dass diese Tanks hier leer werden. Ich habe keinen Plan, was ich mit dieser Mob-Essenz machen soll. Ach ja, Microblocks ist schon was Hässliches, wenn man bauen will. Ja genau, die werden jetzt super cool getötet. Jetzt muss ich nur dafür sorgen, dass die ganzen Teile raussortiert werden. Hier baue ich einfach auch nach unten. Ja. Transferpipes. Sind noch in meinem Inventar nicht. Mir fehlen die Transferpipes. Oh, warte mal. Muss ich denn noch ein bisschen anders machen? Ich habe hier doch bestimmt irgendwo welche gehabt, oder? Ja, hatte ich. Puh, Glück gehabt. Oh, dieses Obsidian, das ist so nervig, wenn du das abbauen willst. So. Ist hier drüben was hin? Ich muss ja nochmal Speed-Upgrades machen. Dann ansonsten wird das ziemlich langsam raussortiert und bringt mir das alles nichts, wenn die zwar die Sachen töten, aber dann die Items nicht raussortieren. Habe ich gerade gesagt, die Items töten? Wie komme ich da jetzt dran? Ah, so. Jetzt noch hier nach oben. Und hier nach unten. Und dann haben wir ein wunderbares, verwirrendes Kabelzeug, was total unverständlich ist, wenn man sich später anguckt. Aber es funktioniert. Also, dieses System darf ich nicht nochmal anfassen, denn ansonsten würde ich es nur kaputt machen. Der Einfachheit halber baue ich dieses Dings nochmal ab. Nicht. Oder doch, muss ich halt noch so machen. Genau. Okay, dann sollten jetzt diese kompletten Grinder hier irgendwas machen. Tun sie nicht, warum? Warte, das wird alles hier runter sortiert. Und dann, vielleicht bringt es was, wenn ich hier was dazwischen mache. Hier runter. Warum wird das hier nicht rausgezogen? Hey, warum wird das hier nicht rausgezogen? Kommt das hier unten an?
Habe ich irgendwas kaputt gemacht? Ach nee, das ist voll. Aber warum wird Gunpowder nicht rausgezogen? Das ist schon mysteriös. Cobblestone. Jetzt sollten hier gleich irgendwelche Mobdrops reinsortiert werden. Ja gut, also warum das hier jetzt nicht funktioniert, das kann ich mir nicht erklären. Ich spiele mit dem Gedanken, warte, es gibt doch hier bestimmt auch so einen Mülleimer. Trash Can. Ja, gibt es. Kisten. Und was war's? Cobblestone. Und Cleanstone. Genau, zwei Stück mache ich mir einfach mal. Oder, warte, ich mache mir erstmal nur eine. Und diese eine schließe ich jetzt ganz hier hinten an. Da kommt dann einfach alles rein, was sonst nirgends reinpasst. Die Frage ist, warum wird das hier momentan... Warte, das wird rausgezogen, aber das nicht. Brauche ich da Wörter der Action Upgrades wieder, oder? Wenn ich das Wörter der Action Upgrade rausnehme, und die Speed Upgrades auch, und jetzt da so... Okay, da funktioniert es nicht. Upgrades. Okay. Vielleicht funktioniert es doch und nur sehr langsam. Auf jeden Fall brauche ich jede Menge Speed-Upgrades. Das ist auf jeden Fall jetzt klar. Und ich muss irgendwie das so locken, dass keine Bögen mehr kommen. Jetzt guck ich mal. Okay, das wird alles sofort vernichtet, wenn es da reinkommt. Das ist ja cool. Warum gibt es sowas nicht in Minecraft Vanilla? Was mich auch mal interessieren würde noch. Wenn die Mob-Essenz voll ist, grindet er dann weiter? Ja, tut er. Okay, das ist schön. Ah nein, jetzt regnet es. Warum regnet es wieder? Lalala, das hat jetzt natürlich niemand gesehen. Und jetzt mache ich mir noch ein paar Speed-Upgrades. Dieser Zusammenhang, das hat niemand gesehen. Und jetzt mache ich noch ein paar Speed-Upgrades. Ich verblemper jetzt einfach unser ganzes Redstone, was wir noch irgendwo haben, in Speed-Upgrades, damit die Mob-Farm funktioniert. Warum nicht? Oh, so viel Redstone haben wir. Doch, haben wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hoffen wir mal, dass das reicht. Ansonsten stelle ich mir hier schon mal die schönen Mob-Essenz-Tanke auf. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Hier ein paar Goldnuggets. Und jetzt ein Stack Redstone-Blöcke craften für Speed-Upgrades. Und vielleicht noch ein Word in der Action-Upgrade dazu, das weiß ich noch nicht genau. 1, 2, 3, 4. So war das, glaube ich. Ach nee, das war genau umgekehrt. So. Und so. Wir haben einen Stack Speed Upgrades. Teile ich einfach schon mal auf in 16, 4x16 Stück. Und dann kombiniere ich das noch mit dem anderen. Mit dem hier. Das hier nochmal durch 4. Also nochmal 7 dazu für jeden. 23 Speed-Upgrades. Wer hat die Speed-Upgrades drin? Ah, okay, jetzt wird das Ganze doch raussortiert. Ja, es geht doch. Jetzt werden die Monster hier super toll gekillt. Hier sammelt sich jede Menge Mob-Essenz. Keine Ahnung, ob ich das noch irgendwo zu brauche. Wenn ja, muss ich einfach einen Tank anschließen. Dann geht das. Jetzt kommen die ganzen Viecher hier an. Und dann werden die automatisch getötet. Ich mache mich jetzt hier noch, das ist aber eine Arbeit, die werde ich offline machen, hin diese ganzen Bögen, die man hier nicht braucht, zu nehmen, zu loggen, dass hier keine Bögen reinkommen, denn die sind echt mega, mega nervig. Und dann war es das für diese Folge. Beim nächsten Mal machen wir uns dann an die automatische Erzproduktion, ansonsten läuft hier unsere krasse Mob-Farm. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denne. Ciao, ciao.